So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht es richtig. Auch ich habe es. Ja, das ist das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin 101 für 5 Euro. Magazin. Darth Vader, Raumschiff, den Mini und natürlich die perfekte limitierte Karte. Warum? Das ist die LE30. Oh, ich muss mal eben hier abmachen. Warum ist die perfekt? Ganz einfach, wenn ihr die passende Figur habt, kann man das als so ein Mini-Standdiorama. Die Karte, vorne die passende Figur hin, sieht mega cool aus. Das ist wieder so eine Karte, die ich abfeiere mit die passende Figur. Es ist leider so. Es sieht auch dann mega cool aus. Das dazu. Dann natürlich das Raumschiff, kommen wir gleich zu, baue ich natürlich zusammen. Und dann, ich gucke ja gerne immer hinten rein, was nächstes Mal dabei ist. Ist auch hier gewesen, weil meistens immer 100 Minifigur, 101 Raumgleiter, 102 Minifigur und so weiter. Ab und zu sind auch zwei Raumgleiter dabei, wird diesmal sein. Obwohl 101 ist ein Raumgleiter, 102, naja. Was das sein soll, seht ihr gleich selber, wenn ihr es nicht schon wisst. Aber nichtsdestotrotz blättern wir natürlich jetzt erstmal in das Star Wars Magazin drin herum. Ja, Ahsoka. Mega cool. Muss ich auch noch aufbauen, ihr Raumschiff. Weil ich habe mir ja gleichzeitig schon die Bauanleitung runtergeladen und mir die für die andere Seite leider die Steine in Rot woanders geholt. Weil was soll das denn? Das ist ein Drehgleitflieger. Und auf einer Seite grau. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Und ihr seht schon. Ah, das hat was von dem Übungscamp. Der eine oder andere weiß, welche Serie ich wohl meine. Cool. So, dann haben wir hier ein Poster. Zwei Seiten natürlich. So, teilweise kann man die Poster auch nehmen, klein machen, Dioramen rausmachen. Das ist hier auch ziemlich cool, wenn man hier so absieht. Dunkle Seite, okay. Hat was. Und jetzt kommt die andere Seite. Ah, und da sind sie. Schüler und Lehrer. Ja. Hat was. So, dann blättern wir natürlich weiter rum. Wir stellen Jahres Rätselspaß, Spiel, Bauanleitung, ganz wichtig. So, Bauanleitung entnehme ich schon mal, weil teilweise kann man ja auch die Mini-Raumgleiter in etwas größer bauen. Die doppelte Menge, etwas länger, etwas breiter, sieht teilweise richtig gut aus. Habe ich mal gemacht, ganz am Anfang, aber. Lang, lang ist es her. So viel Zeit hat man gar nicht mehr. Weil so viele Projekte da sind. Da ist er. Oh, Notschleudersitz. Er muss aussteigen. Cool. Gewinnspiel. So, und jetzt kommen wir auf Seite 34. Was nächste Mal drin ist. Da. Jodas Raumgleiter. Limitierte Karte, okay. Jodas Raumgleiter. Was ist das? Farben? Okay. Aber ich glaube, da wird doch Yoda nicht einsteigen, oder? Der wird doch lieber per Anhalter fliegen durch die Galaxis. Ja, es ist so. Jetzt schaut ihn euch an. Schreibt mir bitte eure Meinung. Also, ich würde sagen, Yoda reist per Anhalter. Nee. Aber egal. Ist Geschmackssache. Das ist mein Geschmack. Am 3. November kann ich euch das zeigen. Habe ich das natürlich wieder da. Dieses hatte ich auch da. Bloß ich hatte die ganze Zeit keine Zeit gehabt, es anzuboxen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin 101, 5 Euro. Mit einer coolen limitierte Karte. Wie gesagt, Standdiorama hin, passende Figur vorne. Die Waffe dann in der anderen Seite, das genaue Gegenteil ist. Mega cool. Und jetzt bauen wir natürlich. Mal wieder. Da ist wieder Schiff zusammen. Ja, Papiertütchen
zerreiße ich. Schwachsinnige Videos kommen sowieso davon irgendwann wieder. Dann sind die Tütchen da, aber einmal baue ich sie eben auf. Mal schauen. So, hellgrau Vierer, dann noch ein Vierer in hellgrau, dann drüber, dunkelgrau. Ja, die Raumgleiter, die kleinen, die sind wirklich ab und zu mal gut, ab und zu mal weniger gut. Aber wem erzähle ich das? Ihr seid ja schon jahrelang Zuschauer, Abonnenten bei mir. Ihr wisst, ab und zu muss auch mal ein bisschen Kritik sein. Einmal. Zweimal. Das ist die Bauseite 1. Jetzt nur noch umdrehen. Und dann kommen wir zu 2. Das ist schon fertig. So, jetzt geht's weiter. Einmal den runden. Hier drauf. Dann das Gegenstück hier drauf. Dann kommt hinten wieder ein grauer mit dem Pin, ist hier. Dann der Transparente da dran. So, das war es jetzt erstmal in der Geschichte. 7, 8 und 9 waren das jetzt. Jetzt kommt 3, zweimal. Dieses Teil machen wir natürlich jetzt so, zack, zweiten drunter, geht schneller, wie gesagt, das Ganze zweimal. Darauf kommt eine graue runde Scheibe, dass eben der Abstand gegeben ist. Dann kommt nochmal eine runde Scheibe und das einer Punkt drauf, hier genau das gleiche. So, dann kommt die Kreuzstange hier durch. So ungefähr gleich. Dann kommt das Ganze hier drauf gesteckt. Tja, jetzt habe ich aber leider einen Fehler gemacht, weil ich zwei Teile über habe. Ich habe die Seiten jetzt einmal vertan. Da kommt nämlich genau in der Mitte dieses Teil hin und dann erst. So, das Ganze schnell hier auch. Ist natürlich dann mehr Stabilität drin. Und ihr seht jetzt, er hat die klassische Form. Hinten weiter rüber, weil er sitzt da drin. Es hat was. Ich muss sagen, es ist eine angenehme Größe. Man kann Diorama davon machen. Genau das Gegenstück jetzt hier unten. Eine Stange, dass es hängt, steht. Perfekt. Also, das ist nun das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin 101. Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Habt ihr es selber? Und schreibt mir die Meinung über Jodas Raumgleiter in 102. Wie gesagt, ich finde, er fliegt per Anhalter durch die Galaxie, aber das ist meine Meinung. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego Star Wars unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.